Eingebettet zwischen dem Mündungsdelta des Fraser River und dem Pazifischen Ozean liegt Vancouver, die größte Stadt British Columbias und gleichzeitig das Wirtschaftszentrum der kanadischen Westküste. Mit seiner bevorzugten Lage auf einer Halbinsel in der Strait of Georgia gilt Vancouver als eine der schönsten Städte weltweit. Wo heute inmitten des Geschäftszentrums das Leben pulsiert, dämmerte noch vor 120 Jahren ein einsames Holzfällernest. Von den durchreisenden Goldsuchern wurde es kaum eines Blickes gewürdigt. Rund 150 weiße Siedler verzeichnete die Chronik Vancouvers damals. Bis heute ist die Einwohnerzahl auf über 2 Millionen angewachsen. Das macht den Großraum Vancouver zum drittgrößten Ballungszentrum Kanadas. Und noch ist kein Ende dieses Booms in Sicht. Der Kern Vancouvers erstreckt sich rund um den Robson Square, dem Herz der Innenstadt. Im Schatten der spiegelnden Glasfassaden duckt sich das altehrwürdige Gerichtsgebäude der Stadt. Es beherbergt heute die mehr als 8000 Werke umfassende Sammlung der Vancouver Art Gallery. Ein Schwerpunkt der Ausstellung sind zeitgenössische Kunstwerke, Videoinstallationen und die Monumentalfotografien Andreas Gurskis. Vancouvers beliebteste Flaniermeile ist ohne Zweifel die Robson Street mit einer hohen Dichte an Boutiquen, Restaurants und Spezialitätengeschäften. Ebenso kosmopolitisch ist auch das Publikum des Boulevards. Neben Shopping geht es hier um Sehen und gesehen werden, wie überall, wo Menschen sich drängen. In der Nachbarschaft der Robson Street erheben sich die ehrwürdigen Mauern des traditionsreichen Hotels Vancouver. Der beeindruckende Bau mit seinen grünschimmernden Kupferdächern wurde von der Canadian Pacific Railway Company errichtet. Als 1887 die transkanadische Eisenbahn die Westküste erreicht hatte, bot das Hotel Vancouver den Fahrgästen eine standesgemäße Unterkunft in der Stadt. Seit dieser Zeit haben sich so berühmte Personen wie Mark Twain, Winston Churchill und Königin Elisabeth in das Gästebuch eingetragen. Drei Straßenzüge entfernt erstreckt sich das Gelände des alten Hafens am Ufer des Burrard Inlets. Im Rahmen der Weltausstellung Expo 86 entstand anstelle des Kohlehafens der kanadische Pavillon in Form eines überdimensionalen Segelschiffes. Heute beherbergt der Canada Place das moderne Kongresszentrum. An seinem Pier legen große Kreuzfahrtschiffe mitten in der Stadt an. Mit fast 170 Metern Höhe überragt der Harbour Tower an der Kreuzung von Hastings und Richards Street die Hochhäuser der Innenstadt. An schönen Tagen lohnt sich die Fahrt mit dem verglasten Skylift zur Aussichtsetage The Lookout im 40. Stock. Hoch über den Straßenschluchten öffnet sich ein weiter Panoramablick über Downtown und das Burrard Inlet bis hinüber zu den Bergketten des Mount Seymour Provincial Parks. Die Keimzelle der Stadt ist die alte Gastown rund um den Maple Tree Square. Dort steht die Statue des legendären Gassy Jack Dayton, der im Jahre 1867 mit einem Whiskyfass den ersten Saloon der Stadt eröffnete. Weitere Fässer kamen im Laufe der Zeit hinzu. Gassy's Town wurde der Geburtsort des modernen Vancouver. Die Galerien und Geschäfte entlang der kopfsteingepflasterten Straßen locken heute vor allem Touristen nach Gastown. Lange Zeit war auch dieses Stadtviertel vom Verfall bedroht, bis es vor 40 Jahren unter Denkmalschutz gestellt wurde. Das Markenzeichen Gastowns ist die dampfbetriebene Steam Clock an der Kreuzung von Cambie und Water Street. Alle 15 Minuten ertönt ihr ungewöhnlicher Glockenschlag. Die ersten chinesischen Einwohner der Stadt kamen schon im Gefolge der Goldgräber an die kanadische Westküste. Zusammen mit einem Teil ihrer Landsleute, die zum Bau der transkontinentalen Eisenbahn angeheuert wurden, siedelten sie sich rund um die East Pender Street an.
Die Altstadt lebt vom Charme Chinatowns mit seinen kleinen Läden und Geschäften, in denen exotische Lebensmittel, Kräuter und allerlei Undefinierbares angeboten werden. Doch die Blütezeit des exotischen Bezirks ist vorbei. Die meisten der mehr als 100.000 Chinesen leben mittlerweile über die ganze Stadt verstreut. Anlässlich der Weltausstellung wurde 1986 in der Nachbarschaft des chinesischen Kulturzentrums ein traditioneller chinesischer Garten angelegt. Er ist benannt nach Dr. Sun Yat-sen, dem Vater des modernen China und ersten Präsidenten der Volksrepublik. Vorbild für die Gartenanlage waren die klassischen Parks der Ming-Dynastie. Sie spiegeln die taoistische Philosophie von Yin und Yang wider. Licht wird durch Schatten gebrochen, Hartes durch Fließendes und Kleines durch Großes im Gleichgewicht gehalten. Gleich nebenan zeigt sich am Creekside Park wieder das moderne Gesicht Vancouvers. Die geodätische Kuppel der Science World ist auch Überbleibsel der Expo und heute ein weiteres Wahrzeichen der Stadt. Einen besonderen Platz unter den vielen Halbinseln Vancouvers nimmt Granville Island ein. 60 Jahre lang dominierte hier die Schwerindustrie. Doch nach deren Ende entstand in den alten Lagerhäusern und Schuppen ein bunter Markt. Künstler und Musiker verwandeln die verwinkelten Gassen und kleinen Plätze in den Sommermonaten in eine einzige große Freilichtbühne. Neben den zahlreichen Touristen haben auch einige Vancouverians den besonderen Reiz Granville Islands erkannt. In farbenfrohen Floating Homes, schwimmenden Einfamilienhäusern, wohnt man very trendy im Innviertel. Blick auf die Skyline inklusive. An der Mündung des Falls Creek erstreckt sich der English Bay Park, einer der schönsten Strände Vancouvers. Im Sommer ist er der Treffpunkt für die sonnenhungrigen Bewohner des Westends. Die Apartments in den exklusiven Hochhäusern entlang der Strandpromenade bieten spektakulären Strandblick und gehören zu den begehrtesten der Stadt. Nur wenige Minuten entfernt liegt der Stanley Park, die grüne Lunge Vancouvers. Der Stanley Park ist kein Stadtpark im üblichen Sinn. Er ist eine Wildnis inmitten der Metropole. Hier lag einst das Jagdgebiet der Squamish-Indianer. Doch schon 2 Jahre nach der Gründung Vancouvers pachteten die Stadtväter die gesamte Halbinsel für $1 pro Jahr und legten den Park an. Benannt wurde er nach Lord Frederick Arthur Stanley, der zu dieser Zeit kanadischer Generalgouverneur war. Publikumsmagnet des Parks ist das Vancouver Marine Science Center, das zu den besten Aquarien Nordamerikas zählt. Mit über 1 Million Besuchern pro Jahr ist es eine der meistbesuchten kanadischen Sehenswürdigkeiten. Hinter dickem Panzerglas tummeln sich über 8000 Meeresbewohner und zeigen die ganze Artenvielfalt des marinen Lebens. Von den Küsten British Columbias bis zu den farbenfrohen Korallenriffen der tropischen Meere reicht die bunte Flora und Fauna in den zahlreichen Becken.
Das Aquarium ist auch Forschungszentrum. Schwerpunkt der Wissenschaftler ist dabei die Beobachtung von Meeressäugetieren wie Beluga-Walen, für die ein künstlicher Lebensraum eingerichtet wurde. Im Ostteil des Stanley Parks ragt eine der eindrucksvollsten Sammlungen von Totempfählen in der gesamten Provinz British Columbia auf. Überall entlang der Küste finden sich diese geheimnisvollen Symbole der indianischen Vergangenheit. Ein Totempfahl kann die Geschichte einer Familie erzählen oder eine historische Begebenheit. Rabe, Donnervogel, Bär und Wal sind die immer wiederkehrenden Motive in den Schnitzereien. Die ältesten Exemplare wurden schon vor 100 Jahren im Stanley Park ausgestellt. Die Sammlung wird immer wieder durch farbenprächtige Schnitzereien zeitgenössischer Künstler erweitert. Die Totempfähle des Stanley Parks sind eines der bekanntesten Wahrzeichen Vancouvers.